La ilaha illallah. Das ist auch ein Ausdruck, den wir Muslime oft verwenden. Und auch jeder Konvertit hat ihn mindestens einmal in seinem Leben gesagt. La ilaha illallah. Und wenn man konvertiert, dann wird er auch meistens so schnell übersetzt. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Oder manchmal eine stark verkürzte Version. Es gibt keinen Gott außer Allah. Das geht auch alles in die richtige Richtung, aber die Bedeutung von La ilaha illallah ist, sie geht eigentlich noch tiefer. Es geht hier auch um das Wort Ilah, was im Deutschen meistens mit Gott wiedergegeben wird. Kein Gott außer Allah, La ilaha illallah. Aber in Ilah steckt noch viel mehr drin. Ilah kommt von verschiedenen arabischen Wörtern. Tatsächlich stecken mehrere Bedeutungen darin. Die offenkundigste oder die man am häufigsten hört, ist die Bedeutung von Allah. Allah bedeutet tatsächlich anbeten. Und daher kommt auch dann die Übersetzung, es gibt keinen oder niemanden, der zu Recht angebetet wird, außer Allah. Das kommt von Allah. Allah anbeten, la ilaha, kein Objekt der Anbetung, mit rechtmäßiger Anbetung, außer Allah. Aber in Ilah steckt noch mehr. In Ilah steckt auch das Wort Aliha. Nicht Allah anbeten, Aliha. Und mit Aliha bezeichnet man die Bewegung oder das Suchen eines Babys, wenn es Hunger verspürt und quasi die Sehnsucht nach der Brust seiner Mutter hat. Das ist Aliha. Wenn man das mal beobachtet, wenn ein Baby Hunger hat, dann fängt es an zu suchen. Es bewegt den Kopf so hin und her. Es sucht die Brust seiner Mutter. Und diese Bewegung mit dem Kopf, das bezeichnet man im Arabischen mit Aliha. Aliha bedeutet deswegen so etwas wie, wenn ich mich in Verzweiflung an jemanden wende, so wie dieses Baby, was Angst hat zu verhungern und nichts anderes tun kann. Sich in Verzweiflung an jemanden wenden und dann bei diesem Ruhe und Frieden finden. Das ist Aliha. Und es würde dann bedeuten, es gibt niemanden, bei dem du diese Ruhe findest und an den du dich wirklich in Verzweiflung wenden kannst, außer Allah. Aber es steckt noch mehr in Ilah. Ilah kommt auch von Walaha. Und Walaha ist, ist eines der arabischen Ausdrücke für Lieben. Jetzt haben die Araber eine sehr poetische Sprache und die haben mehr als 10, insgesamt ich glaube sogar 15 Wörter für Lieben. Aber alle haben so eine gewisse Abstufung. Und die höchste Stufe, die höchste Form kann man sagen, die heftigste Form der Liebe, die bezeichnet man im Arabisch mit Hiyam. Es kommt von Hama. Und das ist, Hama ist, eigentlich ein Kamel in der Wüste, was vor Durst nicht weiß, wo es hingeht und es läuft deswegen ziellos und wie verrückt durch die Täler. Das ist Hiyam. Man verwendet es deswegen auch für eine Liebe, die dir quasi den Verstand raubt. Du weißt nicht mehr, was du tust, du läufst einfach nur noch ziellos durch die Welt. Das ist Hiyam. Aber das ist die höchste, heftigste Stufe. Eine darunter, da finden wir Walaha. Walaha ist eine Form der Liebe, die sorgt dafür, dass all deine Bedürfnisse gedeckt werden. Du hast nicht mal, du spürst keinen Hunger mehr, du spürst keine Schmerzen mehr, weil du eigentlich erfüllt wirst von dieser Liebe. Manchmal, wenn man jemanden so sehr liebt, dann kann es sein, dass man vergisst, dass man hungrig ist. Und daher kommt Walaha. Und das heißt auch dann, dass es quasi niemanden gibt, der so geliebt wird mit einer Form der Liebe, dass du komplett erfüllt wirst, außer Allah. Da steckt alles in La ilaha illallah. Und wenn man ganz genau hinschauen würde, rein sprachlich, ist La ilaha illallah, ist nicht einmal, es gibt keinen Gott oder kein Objekt der Anbetung außer Allah. Rein sprachlich würde es bedeuten, es gibt überhaupt keine Anbetung außer bei Allah. Ilah ist sprachlich anbeten, die Anbetung selber. Es gibt überhaupt keine. Was bedeutet, es gibt keine wahre Anbetung überhaupt und es hat auch nie eine gegeben. Es sei denn, es war eine Anbetung für Allah. Und man hat auch niemals wirklich Ruhe und Frieden gefunden. Niemals wurde die Verzweiflung wirklich beseitigt. Es sei denn, es war durch Allah. Und man hat auch niemals diese Liebe empfunden. Diese wahre Liebe, die dich so erfüllt, dass all deine Bedürfnisse gedeckt sind. Es sei denn, es war diese Liebe für Allah. Das steckt alles in La ilaha illallah. Die Föderale Islamische Union setzt sich ein für die Muslime in diesem Land. Und das kannst du auch.
erstens diesen Kanal abonnieren und zweitens Mitglied werden. Auf www.islamische-union.de. Formular ausfüllen, dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenlos mit anmelden. Also Kanal abonnieren und Mitglied werden. Jetzt. Abonnieren den Kanal. Die Glocke. Noch nie im Internet gewesen? Soll ich vorbeikommen, das für dich machen? Draufklicken, abonnieren, fertig.